mach mal Platz. Willst du ein bisschen spielen? Klar, ein bisschen spielen. Lauf mir nicht nach, die Loser. So. Ganz sicher. Guck mal, Mann, siehst du? Sie umkreist mich. Guck's dir an. Sie wittert Beute, wie eine Katze. Hallo und willkommen hier bei Watch Dogs. Waschbiber ist wieder am Start und wir sind jetzt hier wieder in einer neuen kleinen Spiel-Session. Wir werden wieder ein paar neue Folgen aufnehmen. Mal gucken, was uns so jetzt heute zusammen erwartet. Ihr seht das schon im Hintergrund. Cancer, na, wir wollen jetzt auf jeden Fall nicht gefangen genommen werden. Und wir sind hier in irgendeinem Park mitten in der Nacht. Und hacken erstmal den komischen Typ mit 140 Credits, hat er gar nichts. Ist ja eigentlich voll der Witz. Dann gehen wir mal schön über Bait hier rüber. Leute, es ist dunkel draußen, ihr müsst Angst vor mir haben. Ja, Chicago hat sich natürlich nicht allzu viel verändert, seitdem wir hier das letzte Mal unterwegs waren. Aber es sind immer noch richtig kranke, böse Schweine hier. Also genug von zu tun. Wir sollten uns vielleicht erstmal ein Auto besorgen. Wir gucken mal, wie auf unsere Auto-App, oder? Auto-App. Ich komme wieder nicht klar. Mensch. Es ist schon eine Weile her, dass ich das Spiel mal wieder richtig spielen konnte. Gab ja ein paar Probleme mit der Grafikkarte. Auch mit meiner Tastatur vor kurzem nochmal. Und dann, unschöne Sachen. Wir nehmen uns mal den guten kleinen Speedster hier. Ach komm, ihn gar nicht wirklich leisten. Ist doch alles bescheiden hier. Mal eine gute Karre. Wir machen es mal anders. Wir jumpen doch einfach mal. Wo müssen wir denn hin? Direkt zu unserer Mission. Ich weiß übrigens noch nicht, warum hier die ganzen kleinen Sachen sind. Ich meine, klar, wir können Schnellreise machen, aber hey, ich will Schnellreise machen. Komm, zeig's mir an. Na, geht doch. Ist immer sehr prickelnd, wenn die Mission genau neben den Schnellreiseziel. Ja. Oh, cool, wir sind bei uns zu Hause. Ist immer interessant, dass die Mission direkt neben unserem Haus ist. Oder Wohnung, Kaff, Bunker, wie wir es auch nennen möchten. Der Köder. Na, mal gucken. Hey. Akt 2, der Köder. Und jetzt? Überzeug mich, dass das keine Scheißidee ist. Also, deine Verstecke werden überwacht. Du erregst ihre Aufmerksamkeit und wir verfolgen sie zurück. Bis zur Quelle. Ja, ja, niemals. Erzähl mir mehr über deine Bedenken, wenn wir auf der Straße sind. Bist du bereit? Nein. Gut, los geht's. Tja, das ist doch mal Überzeugung. Hat dann Antidepressiva abgesetzt, das aber nicht gut. So, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Wie, ich kann die Kamerasicht. Ah, jetzt kann ich die Kamerasicht ändern, okay. Wir sollen ihn zu einem seiner Verstecke bringen. Wenn ich jemanden sehe. Sei ganz normal. Die sollten keinen Verdacht schöpfen. Normal für dich oder normal für mich? Weil normal für mich bedeutet, dass ich Menschen aus dem Weg gehe, ganz besonders den gefährlichen. Normal. Ich habe nur genug Zeit, um sie zu hacken und irgendwas Nützliches zu finden. Du läufst rum, ich bleib dran. Wie kommst du darauf, dass das klappt? Na, die halten Ausschau nach dir. Wir wissen, dass du in der Pennerstadt warst. Nenn es nicht so. Wenn du Fixer angelst, was bin ich dann eigentlich? Köder? Du bist der entscheidende Teil des Plans, Mann. Ja. Ja, Köder. Du bist total wichtig. Was, wenn die losschlagen? Wir wollen, dass sie losschlagen. Jetzt kommt mein Part. Ich schlag zuerst zu und wenn sie sich melden oder abhauen, verfolge ich sie zur Quelle. Du wirst mir vertrauen müssen. Ha. Was? Ich wiederhole. Du klingt ja prinzipiell nicht verkehrt, oder? Wir müssen dahin. Sind wir wieder voll verkehrt geworden. Wer hat dich gleich nochmal aus dem Kofferraum geholt? Ja, gut, das warst du. Aha. Hat nur ein bisschen lang gedauert. Für den Rest der Fahrt spielen wir das Stillsein-Spiel, okay? Okay, für mich.
Ist aber trotzdem kein guter Plan. Hallo, still dein Spiel. Du nicht reden. Aber hör nicht auf mich, das macht sowieso keiner. Er checkt das echt nicht. Unglaublich. Ja, so wie er sich gerade beschwert hat, sollten wir ihn vielleicht mal in den Kofferraum packen. Den Tobias, damit er nochmal eine schöne, angenehme Karussellfahrt hat. Da freut er sich doch bestimmt, Bruder. Komm, lass uns mal durch hier. Super. Noch knapp 550 Meter, das kriegen wir auch noch hin. In dieser rostigen Mühle. Und was mich natürlich interessieren würde, sind wir jetzt eigentlich auch... Beide, sondern kann ich jetzt zur Seite gucken? Ah, ne, ich sehe den Tobias gar nicht, schade. Ich dachte, der wäre jetzt mit drinnen. Aber... Falsch gedacht. Mal hoch den Berg hier. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, Bill. Benutzt ihn ja als Köder. Was jetzt passiert? Das ist es, Mann. Yep. Du musst einfach nur rumlaufen. Ja. Kinderspiel. Kinderspiel. Wenn sich Fixer zeigen, ja, dann beschütze ich dich. Yep. Hast du verstanden? Ja. Das ist unsere Falle. Ja. Sag es. Unsere Falle. Unsere Falle. Unsere Falle. Du weißt. Also ich werde ihn beschützen, ja, oder ich hole mir ein Eis, ich weiß noch nicht. Du sagen, sonst wissen die, dass das eine Falle ist. Ja. Unsere Falle. Du bist ein bisschen zu nah dran, Ray, wir sehen dich noch. Halt denn die Abstand zu Tobias. Na, das kriegen wir hin. Hol ich mir doch erstmal hier sowas wie ein Eis oder sowas. Gibt's denn hier vorne? Hey ho. Ah. Oh, erstmal ein Energy Drink kippen hier. Reicht doch. Komm wieder. Wir sind jeden Tag offen. Wir? Du bist alleine, Junge. Guck mal genau hin. Mir gefällt nicht, wie der Typ aussieht. Irgendwie verdächtig. Typ? Weiß ja nicht mal, wie du meinst. Hey, Baby. Befürworterin der Todesstrafe. Ciao, Baby. Ist wohl ein Privatdetektiv. Arbeitet an einem Fall. Einem anderen. Interessant. Na los, geh schon, kleiner Tobias. Der Typ auf der Bank beobachtet mich. Ach. Quinton Eddie, der kann das Arbeiter, der mal Pause macht, früher. Geh weiter. Erstmal ein bisschen Kohle scheffeln hier. Neues Fahrzeug verfügbar. Oh, das freut mich. Wir sehen noch ein bisschen welche. Ah, den hacken wir auch mal. Ja, was ist denn los hier? Ist alles ruhig. Ach, Kim hat's nicht drauf. Er trifft sich doch bloß mit ein paar Freunden. Bleib ruhig. Was ist dein Problem? Keine mehr, also habe ich ein Dutzend Boston. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Lüg mich nicht an, Schlampe. Ich habe deine Nummer bei meinem Mann gefunden. Ich habe euch neulich in diesem Club Ohne Scheiß? Ja, dabei hasse ich Sport. Sie hat mich dahin geschleppt, weil ihre Kinder hin wollten. Da bin ich einmal im Stadion, zack, geht das Licht aus und plötzlich fängt irgendwer an zu schießen. Eine Schießerei? Ja, ich verstehe. Rich Hawkins. Ein paar Verwandte mit Stephen Hawkins? Yvonne. Na, Kleine. Weiß deine Mutter, dass du hier bist? Dante, die alte Dante. Oh, den hacken wir doch mal, den Toastmaster. Jetzt flipp bloß nicht aus, aber du hast einen Verfolger. Ich flipp nicht aus, ich flipp nicht aus. Lionel. Hey Lionel, wie geht's denn so? 60%, na willst du vielleicht nochmal? Ach komm. Hey Mann, hast du eine kleine Spende für einen Veteran? Sehe ich etwa aus, als hätte ich was zu spenden? Komm schon. Hey, deshalb musst du doch nicht gleich austicken. Ich will nur ein bisschen Hilfe, Mann. Fehlanzeige mit dem Verfolger. Und ich habe keine Daten zu deinem obdachlosen Freund. Was macht dich so besonders, hä? Mann, du weißt, wie das Spiel läuft. Hey. Junge, was machst du denn da? Lass mich in Ruhe. Du kommst in mein Haus, uneingeladen. Hey, Mann, was geht? Wie, ein Haus hier?
Ah, die Brücke. Ich hab's. Wir sind hier mitten auf der Straße. Schüttel ihn ab, jetzt! Wir haben keine Zeit für sowas, Fuhr. Hau bloß ab, oder ich. Oder ich hau dich um. Du, mich, du. Du bist das Problem von Amerika, Mann. Keiner schert sich mehr um die anderen. Tolles Gespräch. Da hat er allerdings recht. Danke. Mach's gut. Fuhr, pass auf! Hey, was soll denn das hier? Hä? Du blöder Fixer! Jetzt haut er auch noch ab. Nein, was machst du? Wo willst du hin? Sein Versteck erreichen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das ist gerade so noch machbar. Die 3 Meter hier. Angsthase, Alter. Was ein Angsthase. Mach die Tür auf und komm raus. Die Luft ist rein. Woher weiß ich, dass die dich nicht zwingen, das zu sagen? Was hat er denn für einen Sockenschutz, Alter? Keiner außer mir. Das wäre dann wohl das Nächste. Scheiße. Dafür habe ich keine Zeit. Aber echt nicht. Dafür haben wir echt keine Zeit. Ja, was machen wir denn jetzt so schön? Hier kommt die Kavallerie. Ich habe keine Zeit, sein Handy zu verfolgen. Fruhr, hilf mir hier raus! Die Kameras, Ray. Ich habe Waffen an den Kameras. Verdammt, ich bin beeindruckt, Fruhr. Cool. Das ist ja geil. Jungs. Das ist ja geil. So viel Aufwand für Fru. Komm mal rüber hier, Jungs. Ne? Komm mal her hier. Easy going, ey. Easy going. Ich bin ziemlich sicher, dass du gerade gegen das Gesetz verstehst, Fru. Das, was hier passiert ist, das Gesetz leider blind. Ey, der hat eine fucking Granate, ne? Neben einer Highway-Trasse? Ja, das hab ich zu Ende gesagt. Sag bloß. Oh, wow, 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 wow. Ray, du musst sie aufhalten. Ich sitze hier fest. Und wenn sie dich töten, bin ich als nächstes dran. Ja, bleib mal ruhig, Mensch. Ich mach das schon. Deine Spielzeuge sind voll cool. Haha. Ja, komm her hier, hä? Was? Wer bist du da hinten, ne? Wer bist du? Traut ihr euch nicht ran, oder was? Ihr traut euch echt nicht ran. Das ist ja interessant. Ich spreng dich hier erstmal. Damit deine Homies wissen, dass du scheiße bist. Bam, 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 Alter. Schön von hinten ins Gesicht. Ha? Gib doch. Ha. Das ist nochmal voll easy hier. Easy peasy, okay, ich will dich mal haben. Naja, du bist der Letzte. Ich überprüfe das Handy nochmal, mal sehen, wo es mich hinführt. Vielleicht habe ich hier das goldene Los. Crazy. Oh, komm hier noch was mit dem? Jetzt werden wir natürlich gleich gesucht, das war so klar. Ach komm, erstmal geben wir nochmal kurz die Leichen überlaufen hier so ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Munition oder sowas. Na, zumindest Kohle, ist doch mal ein Anfang. Denn wir nehmen ja, was wir können. Hacken wir mal den Grandpa hier, den Opi. Neues Ziel. Gewonnen. Ich muss interessant, dass hier gleich ein Sportwagen rumsteht. Natürlich unversehrt. Um zu sehen, wo er war. Dann geben wir mal Gas und gucken mal, was die Karre hier bringt. Oh, bevor wir sie gleich kaputt machen, sollten wir vielleicht ordentlich fahren am Anfang. Er fährt im Gegenverkehr. Oh, der gefällt mir. Mach Platz, Leute. Nehmen wir mal ein paar Daten von dir. Komm. Hat das Ding denn überhaupt irgendwie sowas wie jetzt so viele Fixer UMTS oder so, Alter? Das ist eine GPS. Gut, der Typ ist voll langsame Datenverbindung. Bewaffnet. Aber die kam ja gleich mit der ganzen Armee.
Das passt irgendwie nicht ins Bild. Hoffentlich gibt mir der Typ, was ich brauche. Ja, er gibt's mir. Wahrscheinlich. Na komm her hier. Haut er nicht ab? Scheiße, er haut ab. Der haut er ab, haut er gar nicht. Ich hab ihn nur eine Pause gelassen. Und jetzt kommt das Hinterherfahrspiel. Wieso bremst du? Das ist ein schlechter Fluchtfahrer, Alter. Echt. Wo willst du lang, hä? Genau, durch den Baum. Ist richtig. Du kommst nicht weit. Das verspreche ich dir. Bin bald fertig und dann kann ich dich bald killen. Hoffentlich. Hui. Also kann man da auch machen. Komm Junge, bleib stehen. Hey, ich rede mit dir. Ich will doch... Hallo. Verstehe sowas nicht. Wieso macht der das? Wieso rennt denn der jetzt weg? Ich will mich doch nur mit ihm unterhalten. Ja, ihm vielleicht ein Eis kaufen. Ihn ins Gesicht schießen. Die üblichen Nettigkeiten. Aber er mag nicht. Wahrscheinlich ist er laktoseintolerant und kann kein Eis essen. Ich hab Maisbrot. Willst du Maisbrot? Komm, jetzt habe ich dich gleich. Weh, du schießt auf mich. Wage es nicht. Sonst hau ich dir ins Gesicht mit meinem Knüppel hier und meinem... Den fetten Baseballschläger schlägt sich Schaum. Ja, Schraubstock. Jetzt denn du hin. Ins Gesicht gehauen, Junge. Sieht aus, als hättest du viele Rundreisen zu einer bestimmten Baustelle gemacht. Alles andere als verdächtig. Definitiv ist das nicht verdächtig. Hui, schön EP. Ich glaube, ich weiß, von wo aus die Jungs operieren, früher. Hast du Lust, demnächst mal wieder an die Luft zu kommen? Ja. Okay. Triff mich bei Quinkies. Den Scheiß isst du? Ich esse, was ich bezahlen kann. Mit Lebensmittelmarken kann die Regierung dich verfolgen. Ich muss wohl oder übel von Spenden leben. Okay. Quinkies. Wir sehen uns dort. Das klingt ja fast nach einem Plan. Foodmark. Was haben wir denn da drüben Schönes, ey? Ja, wir sind jetzt gerade hier. Ich würde mal sagen, wir machen noch was Kleines. Was so für zwischendurch und so. Wie zum Beispiel die coolen Gasgeben-Aufträge. Die habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Die sind nämlich richtig, ich will nicht sagen, ah, fuck, sie sind cool. Sie sind einfach nur schnell. Einfach nur Bleifuß und fertig. Einmal. Oder ein Handy gehabt. Jojo, du mich auch. So, fahren wir doch mal hier eine schöne kleine Rundreise. Mal sehen, was du hier hast. Hallo, mein Name ist Charlotte Gardner. Ich spreche im Namen von Bloom. Sie wissen, mit Einführung des CTOS ist die Verbrechensrate gesunken. Sicherheit ist die oberste Priorität unseres Systems. Letztes Jahr verübte Aiden Pierce einen Terrorangriff auf das CTOS, konnte unser ausgeklügeltes Sicherheitssystem aber letztlich nicht überwinden. In Zusammenarbeit mit dem CPD bietet Bloom eine Belohnung in Höhe von $100,000 für Informationen, die zur Ergreifung von Aiden Pierce führen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Chicago zu einer sichereren Stadt zu machen. Ausgeklügelte Sicherheit am Arsch. Bloom will nur die Einwohner auf seine Seite ziehen. Das setzt Pierce gewaltig unter Druck. Und wenn sie seine Spur finden, dann auch meine. Das wird nicht passieren. Ich muss die Ohren offen halten und zusehen, dass ich das unter Kontrolle kriege. Fuchsjagd. Bloom bietet die Kopfgeld für Aiden Pierce. Aiden Pierce. Oh mein Gott. Schlimm heute. Untersuchen Sie zwielichtige Gruppen, die es sich verdienen wollen, und stoppen Sie sie. Na, das kriegen wir doch hin mit den QR-Codes. Das kennen wir doch von früher. Aber erstmal hacke ich ihn da drüben. Dann machen wir mal den schönen, leckeren Fahrauftrag. Für Sheila. Ah, er lädt noch. Cool. Das ist übrigens schön, dass jetzt hier nicht gleich losgelabert wird, sondern erst nach dieser Intro. Brauchen, Mystery Man. Hey, Sheila. Ich bin dabei. Ich hack ihn aber noch eine Runde.
Was ist denn? Oh, das kann nur in die Hose gehen. Ich sehe es jetzt schon. Komm. Tempo beibehalten. Das ist jetzt das Bekackte hier. Wir müssen eine Geschwindigkeit halten. Na komm, gib Gas. Und jetzt noch Checkpoint abfahren, um das bitte geklopft werden. Wow, wow. Das ist das Geile, was ich meine. Life is rockt einfach nur. Einfach nur ohne Kopf und Verstand. Vollgas durch die Meute hier. Ja, nee, ist klar, oder? Na toll. Nein. Okay. Da sind wir wohl voll in die falsche Richtung gejumpt. Na gut, neue Runde, neues Glück. Nicht easy. Zumal ich diese Offroad-Skills noch gar nicht habe, dass ich mich da im Gelände besser fahrtechnisch verhalten kann. Nun ja. Wir machen das, wir machen das. Hoffentlich. Ja, böser Gegenverkehr. Haust du ab? Komm, jetzt den Jump noch richtig fliegen. Wow, hohoho. Geilomate. Komm, gib Gas, gib Gas. Nein, nicht den Baum, nicht den Pfeiler. Alter. Oh, ich mag nicht mehr. Ja, Alter. Ich mag echt nicht. Das ist. Ohne Offroad-Skill ist das richtig abfuck, sage ich euch. Aber hey, was tun wir nicht alles? Nur für euch. Schön geradeaus hier rüber. Wow, wow, wow. Geil. Und ab in den Hafen. Na komm. Jetzt kommt hier hoffentlich kein Auto oder Gabelstapler, der uns noch umhauen will. Ach geil, geschafft. Super geil. Ein Punkt für die Guten. Super gefahren. Yeah, Mission accomplished. Das sind die geilen Bleifußaufträge. Ich finde die ziemlich cool. Auf jeden Fall. Wobei sie auch manchmal sehr schnell nerven können. Kann man natürlich verstehen, wenn man da irgendwie Dauerbleifuß macht, dann irgendwo gegenwärt. Habe ich schon ein paar Mal gebracht. Ja. Das war's für heute auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde von Watch Dogs Bad Blood hier mit T-Bone. Und dann schauen wir mal, wie wir hier uns mit der Fuchsjagd vielleicht anstellen, mit der Geschichte mit Aiden, dass wir da uns die Leute vom Hals halten. Oder eine Story-Mission, wir werden sehen. Bis dahin, peace out. I can't do that. Yes, you can.